Das tägliche Wort Gottes. Ihr seid erst ein kurzes Stück des Weges eines an Gott Gläubigen gegangen und ihr müsst noch die richtige Spur betreten. Also seid ihr noch weit davon entfernt, Gottes Standard zu erreichen. Im Moment reicht eure Statur nicht aus, seine Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund eures Kalibers und auch eurer angeborenen verderbten Natur behandelt ihr Gottes Werk immer nachlässig und nehmt es nicht ernst. Das ist euer größtes Defizit. Außerdem seid ihr unfähig, den Weg des Heiligen Geistes zu finden. Die meisten von euch verstehen ihn nicht und können ihn nicht klar sehen. Darüber hinaus schenken die meisten von euch dieser Angelegenheit keine Beachtung und meinen es damit noch weniger ernst. Wenn ihr fortfahrt, euch so zu verhalten und kennt das Wirken des Heiligen Geistes nicht, dann wird der Weg, den ihr als an Gott Gläubige einschlagt, vergeblich sein. Das ist so, weil ihr nicht alles, was in eurer Macht steht, tut, um den Willen Gottes zu erfüllen und weil ihr nicht gut mit Gott zusammenarbeitet. Es ist nicht, dass Gott nicht an dir gewirkt hat oder der Heilige Geist dich nicht bewegt hat. Es ist so, dass du so achtlos bist, dass du das Wirken des Heiligen Geistes nicht ernst nimmst. Du musst sofort umkehren und den Weg vom Heiligen Geist geführt gehen. Das ist das Hauptthema für heute. Dieser vom Heiligen Geist geführte Weg ist, dass Menschen Erleuchtung in ihrem Geist erlangen. Sie haben Kenntnis von Gottes Wort. Sie erlangen Klarheit auf dem Weg, der vor ihnen liegt, und sie sind imstande, Schritt für Schritt in die Wahrheit einzutreten und Gott mehr und mehr zu verstehen. Der vom Heiligen Geist geführte Weg ist in erster Linie, dass Menschen ein klareres Verständnis von Gottes Wort haben, ohne Abweichungen und Missverständnisse, so dass sie darin wandeln können. Um diesen Effekt zu erreichen, müsst ihr in Einklang mit Gott arbeiten, einen richtigen Weg zur Umsetzung finden und den vom Heiligen Geist geführten Weg gehen. Dies bezieht sich auf Kooperation seitens des Menschen, das heißt, was ihr tut, um Gottes Anforderungen an euch zu erfüllen und wie ihr euch verhaltet, um die richtige Spur des Gottesglaubens zu betreten. Es klingt ziemlich kompliziert, den vom Heiligen Geist geführten Weg zu gehen, aber du wirst diesen Vorgang viel einfacher finden, wenn der Weg der Umsetzung dir glasklar ist. In Wahrheit sind die Menschen zu allem fähig, was Gott von ihnen fordert. Er versucht nicht, einem Schwein das Singen beizubringen. In allen Situationen trachtet Gott danach, die Probleme der Menschen zu lösen und ihre Sorgen zu klären. Ihr alle müsst dies verstehen. Missverstehe Gott nicht. Der Weg des Heiligen Geistes ist es, Gottes Wort zu gebrauchen, um Menschen zu leiten. Wie zuvor erwähnt, müsst ihr Gott euer Herz schenken. Das ist eine Voraussetzung, um den vom Heiligen Geist geführten Weg zu gehen. Ihr müsst dies tun, um die richtige Spur zu betreten. Wie schenkt man Gott bewusst sein Herz? Wenn ihr Gottes Wirken erlebt und in eurem täglichen Leben zu ihm betet, tut ihr es achtlos. Ihr betet zu Gott, während ihr arbeitet. Kann das, Gott euer Herz schenken, genannt werden? Ihr denkt über Angelegenheiten des Haushalts oder Belange des Fleisches nach. Ihr seid immer zweierlei Sinnes. Kann dies als
euer Herz in der Gegenwart Gottes zur Ruhe bringen, betrachtet werden? Es ist, weil dein Herz ständig auf äußere Angelegenheiten fixiert ist und nicht imstande ist, sich Gott zuzuwenden. Wenn du wünschst, wahrhaft dein Herz vor Gott in Frieden zu bringen, musst du willentlich kooperieren. Das bedeutet, jeder von euch muss Zeit von jeder Person, Angelegenheit, jedem Gegenstand für eure persönlichen geistlichen Andachten nehmen, in der ihr imstande seid, Frieden in euer Herz zu bringen und euch selbst vor Gott zur Ruhe zu bringen. Ihr solltet eure eigenen individuellen Andachtsnotizen haben, in denen ihr eure Erkenntnis von Gottes Wort und wie euer Geist bewegt worden ist, aufzeichnen könnt, ungeachtet dessen, ob das, was ihr aufschreibt, tiefgründig oder oberflächlich ist. Bringt euer Herz willentlich vor Gott zur Ruhe. Wenn du 1 oder 2 Stunden am Tag einem wahren geistlichen Leben widmen kannst, dann wird sich dein Leben an diesem Tag bereichert anfühlen und dein Herz wird hell und klar sein. Wenn du dieses geistliche Leben auf täglicher Basis führst, wirst du imstande sein, Gott dein Herz mehr und mehr zu schenken. Dein Geist wird immer stärker werden, deine Verfassung wird immer besser werden und du wirst fähiger werden, den vom Heiligen Geist geführten Weg zu gehen und Gott wird dir immer mehr Segnungen schenken. Der Zweck eures geistlichen Lebens ist, bewusst die Gegenwart des Heiligen Geistes zu suchen und zu erlangen. Er ist nicht, Regeln zu befolgen oder religiöse Rituale durchzuführen, sondern wahrhaftig in Übereinstimmung mit Gott zu handeln und euren Körper zu disziplinieren. Das ist es, was der Mensch tun sollte. So müsst ihr euer Bestes geben, um das zu tun. Je besser deine Kooperation ist und je mehr Anstrengung du aufbringst, umso mehr wirst du imstande sein, dein Herz Gott zuzuwenden und umso mehr wirst du dein Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Sobald du ein gewisses Stadium erreicht hast, wird Gott dein Herz vollständig gewinnen. Niemand wird imstande sein, dein Herz zum Schwanken zu bringen oder zu erobern, und du wirst vollständig Gott gehören. Wenn du diesen Weg gehst, wird sich Gottes Wort dir zu jeder Zeit selbst offenbaren und dich bei jeder Sache erleuchten, die du nicht verstehst. Dies alles kann aufgrund deiner Kooperation erreicht werden. Darum sagt Gott immer, alle, die in Übereinstimmung mit mir handeln, werde ich doppelt belohnen. Ihr müsst diesen Weg klar erkennen. Wenn ihr den richtigen Weg gehen wollt, dann müsst ihr alles, was ihr könnt, tun, um Gott zufriedenzustellen. Ihr müsst alles, was ihr könnt, tun, um ein geistliches Leben zu erlangen. Zu Beginn wirst du vielleicht diesbezüglich noch nicht viel erreichen, aber du darfst dir nicht gestatten, dich zurückzuziehen oder dich in Negativität zu suhlen. Du musst weiter hart arbeiten. Je mehr du ein geistliches Leben führst, desto mehr wird dein Herz mit den Worten Gottes beschäftigt sein, sich immer mit diesen Angelegenheiten befassen und immer diese Last tragen. Danach kannst du Gott deine innerste Wahrheit durch dein geistliches Leben offenbaren, ihm sagen, was du tun möchtest, worüber du nachgedacht hast, dein Verständnis von und deine eigene Ansichten über Gottes Wort. Halte nichts zurück, nicht das geringste bisschen. Übe, die Worte in deinem Herzen zu Gott zu sprechen. Sag ihm die Wahrheit und zögere nicht, darüber zu sprechen, was in deinem Herzen ist. Je mehr du das tust, desto mehr wirst du Gottes Lieblichkeit spüren
und dein Herz wird mehr und mehr zu Gott hingezogen. Wenn das geschieht, wirst du spüren, dass Gott dir lieber ist als irgendein anderer. Du wirst niemals von Gottes Seite weichen, ganz gleich, was geschieht. Wenn du diese Art geistlicher Andacht täglich ausübst und es nicht aus deinem Gedächtnis verlierst, sondern als Berufung in deinem Leben behandelst, dann wird Gottes Wort dein Herz einnehmen. Dies ist, was es bedeutet, vom Heiligen Geist berührt zu werden. Es wird sein, als hätte dein Herz immer Gott gehört, als ob es immer Liebe in deinem Herzen gegeben hätte. Niemand kann dir das wegnehmen. Wenn dies geschieht, wird Gott wahrhaftig in dir wohnen und einen Platz in deinem Herzen haben.